Ralfs Hühnerragout im Blätterteig-Pastetchen mit Champignon. Benötigte Zutaten für 4 bis 6 Portionen sind für die Blätterteig-Pastetchen entweder ein 500 Gramm Block Blätterteig oder 2 Rollen Blätterteig vorausgerollt. Zum Bestreichen ein Eidotter, zum Bestreuen optional etwas Sesam. Für das Ragout benötigen wir 500 bis 600 Gramm Hühnerfilet, 1/4 Liter Schlagowas, 150 Gramm Champignon, 100 Gramm Karotten und 150 Gramm Zwiebel. Zum Braten verwenden wir etwas Pflanzenöl, zum Würzen Salz, Pfeffer, Majoran, zum Binden Mehl oder Maizena. Begonnen wird mit den Blätterteigpastetchen. Wenn wir mit Blockblätterteig beginnen, wird die Arbeitsfläche mit Mehl bestreut, der Blätterteig beidseitig darin gewendet. Ohne zu drücken wird der Blätterteig auf 4 bis 5 mm ausgerollt. Nach dem Ausrollen wird mit einem Handteller großen Ausstecher ausgestochen. Dabei muss man darauf achten, dass möglichst eng ausgestochen wird. Hälfte der Blättchen werden jetzt mit einem kleineren Ausstecher ausgestochen, dass so ca. 2 cm Ringe entstehen. Eidotter mit gleicher Menge Wasser verrühren. Die unausgestochenen Blättchen mit der Eidotter-Wassermischung bestreichen und mit den Ringen belegen. Die kleinen Plätzchen werden ebenfalls mit Ei bestrichen und mit Sesam bestreut. Bei 200 Grad wird ca. 15 Minuten gebacken. Die Karotten, die hauptsächlich in die Farbe sind, werden zuerst in Plätzchen geschnitten, dann schneiden wir Stäbchen und aus den Stäbchen machen wir Würfeln. Die Zwiebel hier ein Würfel schneiden. Die Champignons werden je nach Größe geviertelt oder gesechstelt. Jetzt noch das Hühnerfleisch. Da es ja ein Ragout wird, wird das Fleisch ebenfalls in Würfel geschnitten. So wird das Filet zuerst in Streifen geschnitten. Die Streifen werden halbiert und aus den halbierten Streifen werden die Würfel geschnitten. Die geschnittenen Würfeln werden mit Majoran, Salz, und Pfeffer kräftig gewürzt. Alles gut vermischen.
der Zwischenzeit sind die Blätterteig-Pastetchen fertig geworden. Wir nehmen sie aus dem Ofen und beginnen mit der Zubereitung des Ragouts. In das heiße Fett kommen die Hühnerfleischwürfel und werden auf allen Seiten etwas angebraten. Wenn das Fleisch auf allen Seiten angebraten ist, gehen wir es raus auf einen Teller und fangen mit den Zwiebeln und den Karotten an. Die werden auch einmal leicht durchgeschwenkt und angeschwitzt. Champignon ebenfalls dazugeben, durchschwitzen, dann leicht stauben. Das gestaubte Mehl einmal umrühren und mit Hühnerfond oder Wasser aufgießen. Die Herstellung von halbes Hühnerfond findet ihr in einem anderen Video von mir, der Link ist dann in der Beschreibung. Alles aufkochen und das Hühnerfleisch wieder dazugeben. Das Ganze jetzt ungefähr 5 Minuten köcheln lassen. Das Schlagobers dazugeben. Das Ganze noch einmal kurz ca. 2 Minuten köcheln lassen, kosten und bei Bedarf noch einmal nachwürzen. Jetzt geht's ans Anrichten. Wir geben das Blätterteig-Pastetchen auf den Teller, drücken ein wenig rein und füllen das mit unserem Ragout. So angerichtet ist das Ganze im Prinzip eine warme Vorspeise. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.